bergab. Die Echsen sind anscheinend... Ne, es ist gar keiner mehr hier. Okay. Nee, Moment, hier komme ich her. Hier ist einer. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Dann nehmen wir das mit hier. Aber wo war der dritte Baum? Ach, der dritte Baum war ja im Sumpf. Stimmt. Der dritte Baum war im Sumpf. Tada! Bernstein. Okay, das ist einfach nur Bernstein, ne? Oh, die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Das Kalten des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Und den nehmen wir wieder mit. Und jetzt fehlt nur noch der letzte, den wir brauchen. Da steht ein ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und das wäre der Portalbaum, durch den wir gekommen sind. Und dann gab es ja noch kleine Öffnungen in den Baumstamm und ich wette, da müssen die Dinger rein. Moment, ich bin ja richtig hier, oder? Stimmt, jetzt müssen wir hier lang, eigentlich. Genau. Und hier sind die Echsen anscheinend auch nicht. Da ist es doch. Vielleicht müssen wir so eine Art... Wir haben ein Auge und zwei Hände. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das kennen wir ja alle schon. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich hätte voll Schiss, durch so eine Nacht zu laufen, also ohne Mist. Da hätte ich voll Schiss, so alleine so, durch so vernebelt. Ich weiß, dass alle Bewohner der ganzen Stadt oder des ganzen Dorfes verschwunden sind durch irgendwelche Zufälle. Ich würde niemals durch die Stadt laufen. Na dann. Da. Perfekt. Da habe ich zwar nicht einordnen. Ah, jetzt haben wir noch ein Herz. Da passt der nicht. Sehr gut. Was ist das? Achso. Sitzt gar keine Ahnung. Und noch ein Auge. Das kommt dann hier hoch wahrscheinlich. Stechend riechender Springbrunnen. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Das kann doch gar nicht funktionieren. Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Also irgendwie passt das nicht.
Und da fehlt. Jetzt haben wir das zwar gelöst. Nee. Aber da fehlt jetzt irgendwie ein Teil. Aber was ist mit diesem Ding da? Was ist das denn? Sitzt ganz keine Ahnung. Was haben wir denn noch so? Da passe ich. Da passe ich mit. Hier muss ja irgendwo noch eine Karre liegen. Ich bin verwirrt. Okay. Der Schlüssel steht mitten in der Container. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Ich könnte theoretisch aber... Da muss kein Federiger sein. Dann halt nicht. Felsflüstern, Grünwuchs, Fuchslist. Fuchslist vielleicht? Ich glaube, hier wird keine. Hier vielleicht? Ich glaube hier. Du solltest aufgeben, aber weiterkämpfen voller Hoffnung. Nichts. Aha. Ha. Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Hoffnung. Warum nicht? Ich habe den Schlüssel. Oh oh. Oder in den Fluss. Na dann. Öffnen wir das Portal. Das Portal zur Richtung des ersten. Jetzt hüpf schon durch, mein Junge. Es ist soweit. Wenn der Martino hier wäre. Oder der alte Magier. Versuchen im Traum auf die Richtung zu kommen, mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Oh. Der Fuchs. Soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Meine Freunde wieder aufwachen.
Auto? Kitsune! Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Interessant. Vielleicht okay. Hier lang? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Ich glaube, hier gibt es nur die drei Pfade, oder? Hier gibt's gar nichts, okay. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Oh Mann, hier sieht's ja... Vielleicht ist es dieser Weg. Bin ich hier richtig? Weiß, Licht, ungewisse, heller Pfad. Vielleicht hier lang? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Mann. Ah, warte mal. Hallo? Jerry, noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen. Sich aufzulösen. Zarow verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarow meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarows Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Ich habe so langsam das Gefühl, dass der Marquis... Es ist mir schon öfter so vorgekommen. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein. Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Das ist jetzt sehr interessant. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Interessant. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung? Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes.
hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Oh. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Okay. Wen hast du hier gesehen? Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Der Marquis! Ich bin hinter ihm hergeflogen, doch er hat deine Welt betreten. Dort konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ich stamme von hier. Aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Seelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. Ich habe ja gerade das ganz doofe Gefühl. Also ich würde jetzt sagen, ich verrate es euch am Ende, dann könnt ihr ja sagen, ja, das hat er sich doch ausgedacht. Also ich glaube ja, er hat uns ja erzählt, der Magier hat uns ja erzählt, dass etwas aus unserer Welt verloren gegangen ist, unser Vater, weil es in unsere Welt eingetreten ist. Der Rabe hat uns gerade erzählt, dass wenn jemand aus dieser Welt hier eintritt, dann aus unserer Welt was verschwindet. Also ist das wahrscheinlich dasselbe. Zugleich hat der Rabe aber gesagt, dass wenn hier jemand reingeht und geht, dann bleibt die Erinnerung hier. Diese Erinnerung kann unsere Welt. Was ist, wenn der Marquis mal hier war, die Erinnerung seines Hasens zurückgelassen hat und dieser Hase in unsere Welt gegangen ist und dadurch unser Vater hierher gekommen ist? Jetzt mal nur rein hypothetisch. Wir werden sehen, ob ich recht hatte. Ich versuche weiter, mein Glück. Bis später. Viel Glück. Na dann.